Nachteil unserer Veranstaltung, oder sagen wir mal, der Vorteil ist, dass wir uns ja überhaupt mit den Psalmen beschäftigen. Der Nachteil ist natürlich, dass wir das nicht so an einem Tag, man kann das von so vielen Ecken anpacken. Wenn zumindest das geschehe, dass sie, wenn sie bisher reserviert waren, zumindest das Interesse gewinnen würden, auch mal wirklich einzelne Texte jetzt und nicht nur Psalm 23, sondern nochmal einen anderen oder auch so etwas Längeres, wie so ein Geschichtspsalm, sich da auch mal einzulassen, dann kann man, je nach Übersetzung, zumindest erahnen, welche sprachliche Sache das hat. Wir haben heute Morgen schon gesagt, das sind Gedichte. Natürlich haben die auch eine der hebräischen Sprache eigene Metrik und Rhythmik, die man natürlich im Deutschen immer nur, wenn überhaupt, nur nachklingen lassen kann. Also dass es zum Beispiel so Chorschlüsse gibt in einem Psalm. Heute Morgen bei dem Psalm 49, den wir hatten, ist das ja drin. Der Mensch in seiner Pracht gleicht dem Vieh, das verstummt. Das kommt zweimal vor. Das ist sozusagen so die Quintessenz, die uns richtig eingetrichtert wird. Oder wie so eine, die ist ja auch sehr, das haben wir beim letzten Mal gesehen, im Buch Genesis, im ersten Schöpfungslied, das sind auch Chorschlüsse, ja, es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag, zweiter Tag, so geht es dahin, ja, das ist als Gedichte aufgebaut. Manchmal greifen die Vertonungen das auf, also zum Beispiel am auffälligsten am Mittwoch in der Vesper bei uns, ja, ist das denn seine Huld wert ewig? Ja, das wird dann im Grunde genommen gesungen wie eine Litanei. Da ist jeder Vers und da geht man die Heilsgeschichte so durch von der Schöpfung, ja, bis zur Landnahme und immer, also alles, was Gott tut, ja, sozusagen, das wird immer vorgegeben, Gott tut denn seine Huld wert ewig. Ja, das soll uns richtig in übergehen, sozusagen, dass das, und man könnte das ja im Grunde genommen verlängern. Das sind so Möglichkeiten und Chancen, die das Psalmenbuch uns gibt, dass man selber auf den Trichter kommt, wie das geht mit dem Beten. Man könnte ja gerade diesen Psalm 136, ist das? Ja. Den könnte man ja hernehmen und den selber fortschreiben. Denn seine Huld wird ewig. Ja, wenn Sie mal sich vorher darauf einlassen, was das ist, dann schreiben Sie ihn für Ihr eigenes Leben fort. Also kann man sich selber so eine Litanei machen. Oder wenn wir gleich einen Blick in die Literatur tun, merken wir, wie der Begriff Psalm inspirierend ist für ganz verschiedene Lebenssituationen. Und interessanterweise sind es gerade nicht, das ist das, deshalb sage ich das mit dem Psalm 23 so, und der Stadler hat ja auch seine freche Bemerkung schon gemacht, interessanterweise ist es für viele Literaten nicht so ein positiver Psalm wie 23, der inspirierend ist, sondern es sind genau die dunklen Psalmen, die schwarzen Psalmen, ja, wie manche Literaten sagen, die inspirierend sind. Und wo man sozusagen über eine Negativseite sich überhaupt im Phänomen von Religion oder Auseinandersetzung mit Gott oder auch immer der Auseinandersetzung mit Leid überhaupt nähert. Ich will noch, bevor wir in die Literatur schauen und ich gleich noch etwas zu Büchern sagen muss und keine Angst haben hier, aber ich wollte Ihnen das ein oder andere ganz kurz vorstellen und zeigen, je nachdem, nach welchem Interesse Sie gelagert sind oder was Sie suchen oder sagen, ich möchte mich ein bisschen mehr damit befassen, kann ich Ihnen das vorstellen. Ich möchte aber auch gerne ich möchte noch auf etwas hinweisen, was heute Morgen angeklungen ist, wie macht das die Kirche mit dem Psalmen. Da gibt es ja im Neuen Testament Hinweise zu. Es gibt wohl kein biblisches Buch des sogenannten Alten Testamentes, das es ja zur Zeit der frühen Kirche in der Apostelgeschichte noch so in dieser Form als kanonisiert gar nicht gab, aber keine alttestamentliche Schrift wird so oft zitiert im Neuen Testament wie die Psalmen. Deshalb ist das für uns als Christen so ein wichtiges Buch. Es sind aber interessanterweise nie ganze Psalmen, die zitiert werden, sondern immer nur bestimmte Stücke. Es sind vor allen Dingen, wenn man das in der Apostelgeschichte sehen kann, wo auch zum ersten Mal vom Biblos Psalmon die Rede ist, also bei Lukas, was im Buch der Psalmen geschrieben steht, wir haben das vielleicht aus der Evangelienlesung noch im Ohr, da ist das zum ersten Mal als Buch benannt, sind das vor allen Dingen in der Apostelgeschichte, die in den großen Predigten, die der Petrus erhält, die messianischen Psalmen, also Psalm 2, Psalm 110. Psalmen, die für uns heute in der Liturgie vor allen Dingen österliche, sprich auch Psalmen sind, die am Sonntag verwendet werden. Psalm 2, immer in der Liturgie, spielt dann an Weihnachten eine große Rolle.
Psalm 110 immer als der Königspsalm, der Messias, der Christuspsalm, immer sonntags in der Vesper oder an hohen Feiertagen. 210. Diese Einzelverwendung von Stellen oder von einzelnen Psalmen widerspricht ein wenig der These, die man lange hatte, das ist von der Forschung heute nicht mehr zu halten, sozusagen, wir haben hier ein Gebetbuch der Synagoge und die Kirche übernimmt das Gebetbuch der Synagoge als Gebetbuch der Kirche. Das ist historisch nicht zu halten, weil es nicht stimmt. Weil die Psalmen nie auch Gebetbuch der Synagoge waren. Das lässt sich historisch an keinem Punkt belegen. Es ist im Gegenteil sogar anders, zumindest was die kirchliche Sache angeht. Man hat in den ersten zwei Jahrhunderten, liest man die Psalmen auch im Gottesdienst als Lesung. Also was uns heute eher nahe ist, dass wir die Psalmen beten, was ja eine legitime Form ist. Also dass wir sagen, die Psalmen sind unser Gebet, ich mache die Psalmen zu meinem Gebet. Ich kann es sagen, ich leihe mir die Worte der Psalmen, weil ich selber gar nicht so gut beten kann, zum Beispiel. Weil ich nicht so schön formulieren kann. Oder weil es sich leid bin, immer so schrecklich authentisch zu sein. Oder wie auch immer. Ja? Ich leihe mir diese Gebetsworte aus der Heiligen Schrift, da gehe ich auf Nummer sicher. Das ist am Anfang nicht so. Die frühe Kirche hat, und das lebt im Grunde genommen in der Orthodoxie noch weiter, viel mehr freie Texte verwendet, sogenannte Hymnen. Also das, was wir heute auch kanonisiert haben, also die Hymnen des Ambrosius zum Beispiel, ja, den schätzen wir sehr, weil er Kirchenvater ist und weil er wirklich in der lateinischen Dichtung einzigartig ist, weil es wirklich ein Könner ist der Literatur. Der hat über die Ambrosius übrigens auch warten müssen bis 1970, bis sich eine römische Kommission über dessen Hymnen gebeugt hat. Und dann haben die damals gemeint, 1970 könnten besser Latein als der Ambrosius. Da sind die auch mit dem Rasierapparat drüber gegangen. Meine Güte, nee. Wenn ich früher vom Friseur kam, sagte meine Mutter, ich habe Trappen in der Frisur, so Ecken drin, ja, wenn der mit der Maschine ausgerutscht ist. So sind diese Hymnen sozusagen im übertragenen Sinne auch. Ja? Entschuldigung. Nein, das ist eine gute Frage. Wo kriegen Sie die? Es gibt keine Ausgabe der Hymnen des Ambrosius. Es gibt meines Wissens keine Ausgabe, wo man die in einem, ja, im Internet können Sie suchen. Im Internet, bei Google können Sie Ambrosius-Hymnen eingeben, da finden Sie was. Das finden Sie meistens auf englischsprachigen Seiten, die Deutschen schaffen das nicht, die sind dazu, alles. Da haben Sie zumindest mal Lateinisch, also das ist... Ne, den gibt es allgemein. Den können Sie bei Wochenzeit bestellen. In der Biblia Hebraica kriegen Sie den hebräischen Text der Psalmen, wenn das geht. Ja. Also das stimmt, es gibt keine, sehen Sie, das ist auch wieder eine Marktlücke eigentlich. Aber es gibt kein Büchlein, wo alle Ambrosius-Hymnen drin sind. Lateinisch-Deutsch zum Beispiel. Also, aber das, was uns heute so festgelegt und kanonisiert vorkommt, ist in der Zeit des Ambrosius natürlich nicht kanonisiert, sondern der hat eben Hymnen gedichtet. Da hat er sich samstags mittags wahrscheinlich hingesetzt, damit die sonntags was zum Singen hatten. Fast wie heutzutage, ja. Oder waren die Kopien noch warm, sozusagen, ja. Vielfach besteht zum Beispiel das Stundengebet in solcher freier Hymnodik, wie man das nennt. Also in freien Texten. Die orthodoxe Kirche hat das noch viel mehr in diesen sogenannten Illationen, in den Ektenien und sowas sind viel mehr freie Gebete, viel weniger festgelegt, als das jetzt bei uns ist. Ja? Warum ist das bei uns anders? Also damals natürlich betrifft die Ostkirche noch gleich, da gibt es noch keine Trennung. Aber im Westen vor allen Dingen aus Angst vor der Gnosis, also vor Irrlehren letztendlich, ja? Sagt man, was die da beten, wer weiß, was die da für eine Formulierung verwenden, am Schluss ist er doch wieder nicht... Ist ja doch nur Gott und nicht Mensch oder nur eines von beidem oder beides falsch rum oder wie. Ja. Lass uns mal lieber den Text der Heiligen Schrift nehmen, da sind wir bei Nummer sicher. Und das ist eine Entwicklung, sodass wir eigentlich heute freie Elemente, ich sage auch Gebetselemente oder Textelemente, also ich gehe jetzt immer von der offiziellen Richtlinie aus, ja, wenig haben. Die Elemente, die frei sind, ich habe heute Morgen schon eins erwähnt,
die werden mit Druckerzeugnissen belegt, dass man sich damit totschmeißen könnte, sprich Fürbitten, die sollen eigentlich immer frei sein. Oder aktuell Dings, da gibt es Fürbittbücher, 1000 Bände rauf und runter, ja, brandaktuell. Hilft nichts. Ja, das, was frei ist, das wird nicht genutzt, und das, was nicht frei sein soll, weil man eben auch entsprechend im Sinn der Kirche beten soll, da wird frei rumgestrickt, auf Teufel komm raus. Das ist ein bisschen merkwürdig, ein merkwürdiges Missverhältnis ist das, ja, im Begriff des Umgangs mit den Texten. Aber in der sogenannten Tagzeitenliturgie war das freier. Und in der orthodoxen Tradition, es gibt ganz schöne Sammlungen auch von solchen Gebeten oder Texten, also dass zum Beispiel die teilweise haben wir das in der Tagzeitenliturgie als Psalmenkollekten oder sowas, an den Hochfesten, die sind sehr, sehr schön, also wo dann sozusagen in freier Rede das Mysterium dieses Tages dann bedacht wird oder bebetet wird, wenn man so will. Ja. Das ist aber in unserer Tradition ganz zurückgedrängt. Ja. Wie gesagt, aus Angst, dass man nicht die richtigen Texte hat. Und dann diese Entwicklung habe ich ja schon angedeutet, dass Psalmen ja keineswegs nur im Stundengebet verwendet werden, das auch, aber dass sie natürlich Großbestandteil der Messliturgie sind. Das haben wir ganz vergessen. Das sehen wir nur noch in diesem Antwortpsalm, der im Grunde genommen in seiner Art eine Neuerfindung nach dem Konzil ist. Moment, es gibt einen Liturgiewissenschaftler, der hat einen schönen Ausdruck dafür. Ein glückliches Missverständnis, sagt er. Ja, es ist ein glückliches Missverständnis. Aber Psalmen spielen natürlich eine Rolle in den Hauptmessgesängen. Also was früher im Lateinischen ein Introitus war, das ist in der Regel ein Psalmwort. Also das Eingangslied zur Messe. Das haben wir nur noch rudimentär, weil wir dann zum Beispiel Hymnen singen anstelle von Psalmen. Das ist ganz merkwürdig, diese Verschiebung. Wir haben das noch rudimentär, heute ist das schon irgendwie aufgetaucht. Sie haben das, irgendwer hat, zu dir erhebe ich Gott meine Seele, Sie haben das gesagt. Das ist der Introitus vom ersten Advent. Den haben wir als in diesen unsäglich zusammengestückelten Messreihen, deinem Gotteslob, die hoffentlich eh keiner benutzt, also erste Messreihe, zu dir, oh Gott, erheben wir die Seele mit Vertrauen. Das singen wir so an Werktagen oder so. Das ist der Introitus vom ersten Advent. Atele vavi anima meam. Ja, ganz weg. Kein Mensch drauf, dass das was mit Advent zu tun hat. Deswegen lieber macht hoch die Tür oder halt das Ding noch. Wunderschöne Dichtungen, ja? Lieder. Aber dieses Bewusstsein, dass Psalmworte auch die Woche prägen, das ist ganz weg. Wir haben das noch in den protestantischen Bezeichnungen, da lebt das fort, in den protestantischen Bezeichnungen für die Sonntage. Was hätten wir dann moin für den Sonntag? Esto mihi wäre moin. Der siebte, das ist also nachkonziliäre Erfindung. Ja. Dass diese Zählung ist einfach, weil man 33 Sonntage hat, die muss man natürlich irgendwie zählen. Aber werfen Sie sofort ein Gotteslob nach vorne, wenn der sagt, wir feiern heute den siebten Sonntag im Jahreskreis. Was würden wir denn darunter vorstellen? Was ist das denn? Ist der besonders grün oder besonders anders oder wie? Was ist der? Was unterscheidet den siebten vom achten? Merkwürdig. Das ist eine Zählung, weil man die Dinge halt zählen muss, leider Gottes. Ja. Aber sonst hatte der Sonntag ein Gesicht. Zum Beispiel der Sonntag Quasimodo. Weiß das noch jemand, was das für ein Sonntag ist? Weg. Ich bin entsetzt. Weißer Sonntag ist das. Quasimodo geniti infantis. Also wie die Kinder sollen wir, also damit nicht gesprochen, Paulus Wort ist das. Und so hatten die Sonntage, bei uns ist es nur noch an zwei Sonntagen im Jahr, dass wir uns die Psalmworte oder die Schriftworte, die über dem Sonntag stehen, das ist einfach das erste, das können Sie sich vorstellen, wenn Sie ein Messbuch aufschlagen früher. Dann war das natürlich das erste Wort, das an diesem Sonntag kommt, war das erste Wort des Introitus. Und von daher heißt der ganze Sonntag so, weil das erste Wort ist. Ja? Wir haben das nur noch an zwei Sonntagen im Jahr katholischerseits, dass wir das gut können. Gaudete und Letare, genau. Also Gaudete, der dritte Adventssonntag, und Letare, der vierte Sonntag in der Quadragesima. Da haben wir das noch, ja, das ist das erste Wort, damit beginnt der Introitus. So, ansonsten ist das weg, aber die Protestanten, interessanterweise, obwohl die überhaupt keine lateinischen Liturgien mehr haben, auch nicht im Ansatz, ja, bei denen haben sich diese Worte, diese Sonntagsbezeichnungen alle erhalten. Also morgen ist, wenn Sie einen Kalender aufschlagen, einen kirchlichen, und es steht Esto mihi, dann wissen Sie, es ist ein evangelischer Kalender. Weil der Sonntag moin heißt Esto mihi. Oder Sonntag Judica, ist der fünfte Fastensonntag. Ja. Spannend, ne?
Wenn Sie dann zum Beispiel lesen, Bach-Kantate zum Sonntag Judica, dann wissen Sie, das ist bei uns der fünfte Fastensonntag. Ja? Also die Bach-Kantaten tragen auch noch diese, der hat die Psalmworte nicht mehr, ja? Aber den Sonntag nennt er noch so. Also das ist so ein, da ist das kollektive Gedächtnis sehr groß und strahlt dann bis in unsere kulturellen Sachen so aus. Also der Introitus war so, dann die eine gesungene Lesung im Grunde genommen nach der Epistel. Es gab ja in der älteren Liturgie zunächst nur eine Lesung, meistens eine Epistel, eben im Paulusbrief. Und weil man eben keine alttestamentliche Lesung hatte, kommt im Grunde genommen das Graduale als gesungene alttestamentliche Lesung daher. Entweder als Psalm, da ist das Lesungsverständnis noch da, oder ein anderer Text aus dem Alten Testament. Meistens alttestamentliche Texte. So dass man eigentlich nicht sagen kann, das Konzil hat die zwei Lesungen erfunden. Das Konzil hat ja eigentlich alles erfunden, ja, im Zweifelsfall, aber es ist gar nicht wahr. Sondern das war schon da. Ja, der Traktus ist ein Ersatz fürs Alleluja. Also in der alten Ordnung kam Epistel, Graduale und dann Alleluja. Und nur in der Quateresima entfällt das Alleluja natürlich und da kommt der Traktus. Das ist auch ein Psalmgesang. Ja. Der aber wieder anders ist als Graduale. Das Graduale wird responsorial gesungen, das der Traktus wird im Wechsel gesungen, wie eine Psalmodie. Ist nur auskomponiert. Also mehr als. Wissen wir rauf und runter, ja, so etwas melismatisch, also etwas ausgefeilter, ja, aber im Grunde genommen zu reduzieren auf unsere normale Psalmodie. Dann das Offertorium, also der Gesang zur Gabenbereitung und der Gesang zur Kommunio, wobei der oft aus dem Evangelium entnommen ist. Aber Eingang nach der Lesung, Gabenbereitung, sind nochmal in der Messliturgie dann Elemente, die man aus dem Psalmen nimmt. In den anderen Gebetsgottesdiensten, zum Beispiel bei Prozessionen, sind Psalmen sehr beliebte Dinger gewesen. Also was Stadler hier zum Beispiel schreibt, bei der Beerdigung, hören Sie heute ja kaum noch. Also dass man beim Gang zum Friedhof, das ist ja so schrecklich, wenn man von der Leichenhalle geht mit dem Leichnam zum Grab. Da wird geschwätzt, da werden Wetten abgeschlossen, Dinger werden sich da erzählt, ja. Dass die Toten nicht wieder aufstehen, ist ein Wunder, ja. Psalmen, wäre ideal. Man könnte sie ja beten, ja. Auch da merken Sie, die alte Form war, die Psalmen sind weg, aber man betet den Rosenkranz. Da ist auch noch, auf dem Gang zum Friedhof, ist das noch sozusagen der Psalmenersatz gewesen, der ganz lebendig ist. Ja, da haben Sie direkt wieder greifbar, wo sich der Rosenkranz anstelle der Psalmen schiebt. Weil das natürlich auch leichter ist, als sonst braucht man ein Heft oder so. Aber man kann das ja auch mit dem Kehrvers machen. Heute Mittag haben wir auch den Kehrvers nicht in der Hand gehabt und haben ihn gesungen. Nicht immer so schwierig, wie man meint. Also bei Prozessionen. Dann gibt es vielfach Psalmenelemente, die hatten sich angedockt an liturgische Texte. Das hat aber das Trienter Konzil dann abgeschafft, bis mit wenigen Ausnahmen. Es gab Psalmenelemente in Gloria, im Kyrie und im Sanctus, sogenannte Tropen. Das nahm dann kein Ende. Ja? So ein Sanctus vor dem Tridentinischen Konzil dauerte gut schon mal 20 Minuten, ja, bis die sich wieder eingekriegt hatten. Und das hat man gestrichen, abgeschafft, interessanterweise wieder nur in der Messliturgie. In der Tagzeitenliturgie hat man das gelassen, nämlich beim Tedeum. Da haben wir das bis heute, im offiziellen Text. Also wenn Sie ins Kloster am Rand der Stadt heute Abend kommen, wir haben die Psalmenteile da nicht mehr drin, sondern wir hören an der alten Stelle des Tedeum auf, wo der Grundtext des Tedeum war. Zähle uns deinen Heiligen zu, Punkt. Ja? Und da kommt das, was die Komponisten des 19. Jahrhunderts, ja, Anton Bruckner, ja, dann richtig da seine oberösterreichische Dampfwalze auffahren lässt mit dem Sinfonieorchester, non confunda, also lass mich nicht zu Schanden werden, ja, non confunda, 20 Mal, ja. Amen, ja, dass ich da nicht kaputt gehe. Ja, das ist ein wunderbarer, wunderbarer Gebetsruf. Gehört aber eigentlich nicht in das Tedeum hinein. Ja? Also es gibt solche Angliederungen, sodass das sehr komplex ist. Also dass man auch nicht sagen kann, gut, die Psalmen sind da fürs Stundengebet und sonst haben wir die eigentlich nicht. Diese Messgesänge leben noch fort, ich habe das heute Morgen schon mal kurz gesagt, in den Psalmenliedern. Also es gibt zum Beispiel frühneuzeitlichen, wenn man so will, oder wo will man denn hin tun im 16. Jahrhundert. Kaspar Uhlenberg,
der hat alle Psalmen zu Liedern verwurstet. Also zum Beispiel eines singen wir von dem auch noch. Ne, wir singen sogar mehrere von dem. Kaspar Uhlenberg, was ist denn noch von dem? Also zum Beispiel König ist der Herr, alle Macht, das ist ein Gotteslob. Das ist ein Psalm, was ist das, einer in den 90ern, von der Herr ist König, ja, mit Hoheit bekleidet. Der macht aus allen Liedern, der macht so Stanzel dann, der ist schon auf höherem Niveau, ja, aber der macht dann so reimlich oder fristig und da geht er den Psalm durch, manchmal ganz viele Strophen natürlich, ja, aber den ganzen Psalter, der Uhlenberg-Psalter, alle Psalmen in Liedern zu singen. Das ist ähnlich, wie die Engländer das gemacht haben, ja. Also wo man jetzt den St. Paul's Psalter hat oder so. Wir haben im Gotteslob ja eine ganze Reihe von Psalmenliedern. Diese Melodien. Oder nun lobet Gott im hohen Thron. Ihr Völker aller Nationen. Ja, ist Laudate Dominum Omnis Gentis. 117 ist das. Das ist interessanterweise ein Psalm, kein Gloria. Das muss man manchmal auch nochmal irgendwie so in Erinnerung rufen. Wird heute gerne in Gemeinden als Gloria gesungen, ist aber eigentlich ein Psalm. Also es gibt eine ganze Reihe von Psalmen, die dann im Gotteslob haben, wenn man da mal durchschaut. Oder was der Introitus zum ersten Fastensonntag ist, steht auch im Gotteslob drin, aber nicht unter ersten Fastensonntag oder Fastenzeit schon gar nicht, sondern unter dieser etwas wirren Kategorie im Gotteslob Bitte und Vertrauen. Wer unterm Schutz des Höchsten, früher hieß das, wer heimlich seine Wohnestadt, heißt aber jetzt nicht mehr so, wer unterm Schutz des Höchsten steht. Ja. Das ist Psalm 91, der komplett die Texte geliefert hat für den ersten Fastensonntag, weil man darin, früher war immer am ersten Fastensonntag nach Matthäus die Versuchungsgeschichte Jesu, und weil Jesus diesen Psalm zitiert, ja. Weil das in der Versuchungsgeschichte eine Rolle spielt, deshalb liefert dieser Psalm sozusagen die Psalmverse für die Messliturgie. So könnte man eine ganze Reihe von Sachen nachgehen, die es gehalten haben und von denen das eigentlich gar nicht schlecht ist, wenn das so einen Sonntag prägt. Also wenn ich mich da über den Liedplan beuge, bemühe ich mich in der Regel immer darum, wenn es so Anklänge gibt oder noch so wenigstens Restbestände, die auch zu erhalten. Weil dann hat der Sonntag ein Gesicht. Der hat natürlich auch so ein Gesicht, aber in dem Grundbestand ist er dann immer sozusagen nochmal anders beleuchtet. Und das ist nicht verkehrt, als müsste man sich jeden Sonntag neu erfinden. Was Sie daran sehen, kommen wir jetzt zum Thema Liturgie, dass wir heute den Inhalt des Sonntags nicht mehr feiern, sondern permanent dem Sonntag andere Schilder aufkleben. Dann ist halt Bibelsonntag und das Familiensonntag und das Caritassonntag und das der Sonntag. Das hat mit dem Sonntag nichts zu tun. Das hat mit dem Sonntag gar nichts zu tun. Das ist eine Verfremdung. Aber dann gibt es immer schöne Liturgiemappen auf Hochglanzpapier und dann kann man dann irgendwie sowas ablesen. Ja, aber sonntags feiern wir Totenauferstehung Jesu Christi jeden Sonntag. Oh nee, jeden Sonntag? Das ist aber irgendwie langweilig, oder? Also ich glaube, dieser Weg, gerade die Psalmen, da sind wir bei dem Thema, wie werden die Psalmen verstanden. Also die Kirche kennt sozusagen, wenn ich das grob einteile, zwei Wege. Sie betet Psalmen mit Christus, also sie sieht den Beter, sie betet in Christus den Beter der Psalmen. Also eine Linie von Origenes kommt. Ja? Wer betet in den Psalmen? Origenes sagt, ja klar, das ist Christus, der in den Psalmen. Interessant, das mal so zu sehen. Sind wir gar nicht gewohnt vielleicht? Sind wir nicht mehr gewohnt? War für die alte Kirche, wenn man die alten Psalmenauslegungen sieht, selbstverständlich. Ja? Oder wir beten die Psalmen zu Christus. Das geht auch. Also diese beiden Pole. Das ist mal interessant, auch wenn Sie mit Psalmen regelmäßig zu tun haben, zu sagen, komm, die nächste Zeit mache ich das mal so, dass ich den betenden Christus in den Psalmen entdecke. Also so eine Überschrift sozusagen, um sich den ganzen Psalmentext durch eine andere Perspektive zu erschließen. Literarisch hochinteressant. Und dann nehme ich den nächsten Durchgang und bete die Psalmen zu Christus. Dann sind Psalmen nie gleich, sondern wirken anders und werden anders wahrgenommen.
ein Wort zu den, heute Morgen ist das am Rande ja schon vorgekommen, dieser Münster-Schwarzacher Psalter, da sind alle 150 drin, habe ich ihn schon genannt. Auch, dass ich diese Ausgabe für etwas zu teuer halte, aber gut. Was ich sagen muss, wie lange habe ich die jetzt gebraucht? Seit 4 Jahren. Sie ist gut gebunden. Also es kommt einem noch nicht den Seiten entgegen. Ja, es gab so einen Psalter von der Einheitsübersetzung, das war eine Katastrophe. Am besten gebunden war natürlich, das müssen wir jetzt nochmal sagen, wo ist der Guadini-Psalter, der war natürlich schön. Das war noch kurz nach dem Krieg, das war noch deutsche Wehrarbeit. Also, danke. Nein, kein Problem. Das ist aber eine Vollbibel, ist das? Ja. Nein, das ist nicht die andere Übersetzung. Das ist die alte Übersetzung von Kürzinger und Dingenskirchen. Das war so ein, von 3 oder 4 Leuten ist die gemacht, aus dem Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre ist das. Nee, die ist, glaube ich, nicht mehr im Handel. Die ist nicht mehr im Handel. Die ist aber auch von dem, das haben wir hier schon gemerkt, also zum Beispiel, was die Psalmen, also wir, das ist die Übersetzung, die wir auch im Kloster lesen, ja. Aber nur aus dem Grund, weil es einfach eine große Bibel ist, ja. Obwohl die in den biblischen Texten ist die nicht so schlecht, in den Psalmen ist die ein bisschen fad. Ja, moderne, aber sie ist von der Sprache nicht so schön. Ne? Ja, das ist schön, hier. Nein, kann man empfehlen. So, dann ist schön und direkt, leider aber nur eine Auswahl. Ich habe immer gedacht, die machen da mehrere Bücher von, aber irgendwann täusche ich mich da. Das katholische Bibelwerk hat einige Psalmen herausgebracht in der Übersetzung von Fridolin Stier. Von dem ist ja das ganze Neue Testament übersetzt, gibt sehr nah, sehr direkt, sehr kernig auch. Ja. Also vielleicht, wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Psalmen. Ja. Also nicht mal 5. Aber die sind schön. Katholisches Bibel. Das müssen Sie nicht mitschreiben. Sie kriegen gleich eine Liste, steht alles drauf. Hätte ich Ihnen vorher sagen sollen. Bitte. Dann, wie gesagt, auch nur eine Auswahl, aber davon haben wir die Kostproben ja schon gesehen. Gibt es inzwischen als Taschenbuch Arnold Stadler. Ja? Dann, was es natürlich immer noch im Buchhandel gibt, Buber, Martin Buber, die Preisungen. Auch, hatten wir auch heute Morgen eine Kostprobe von, sehr direkt, aber schön. Dann gibt es an Ausgaben, an kommentierten Sachen, das ist nicht ganz so teuer, ich bin nicht sicher, ob es das im Buchhandel noch gibt, das ist aus dem Jahr 91, von Kurt Marti. Die Psalmen, alle 150 übertragen und kommentiert. Das ist eigentlich schön. Das ist ein ganz schöner Psalmenkommentar. Im Radius Verlag. Kurt Marti, die Psalmen. Dann relativ neu bei Herder, die verschiedenen Bändchen, die Erich Zenger zu den Psalmen gemacht hat, zusammengefasst in einen Prunkschuber, der echt auch Geld kostet, glaube ich. Also billig war das nicht. Ich glaube, der kostet ja 60 Euro. Ja. Finde ich teuer, weil dafür, dass es nur Taschenbuch ist. Ja. Die Psalmen, Auslegungen. Aber die sind nicht nicht numerisch. Also es fängt bei 1 an, hört bei 150 auf. Aber es kommen in diesen 4 Bänden alle vor. Und das ist eigentlich das ist ganz gut. Was ich jetzt entdeckt habe, das wusste ich nicht, dass es diese Auswahl gibt. Das gibt es auf jeden Fall auch noch im Buchhandel. Also wenn man mal ist ein Beispiel für die Väter auslegt, ist interessant, es gibt weder eine kritische Ausgabe der Kommentare zu den Psalmen von Hieronymus, von Ambrosius, von Augustinus, ja, gibt es nicht. Sie können das alles nur griechisch oder lateinisch nachlesen, das ist sehr, sehr mühsam. Schade, weil man profitiert immer davon. Es gibt eine Auswahl von Hans-Oswald Balthasar im Johannes Verlag, Augustinus über die Psalmen. Da hat er zu allen 150 Psalmen eine Auswahl getroffen, ja, an Kommentierungen. Ja, ist zumindest schon mal, hat man was in der Hand, das ist ganz schön. In dieser Reihe christliche Meister. Ja, das sind die Ausgaben. Also jetzt kommt ja eine neue ist ja keine Einheitsübersetzung mehr, ich weiß nicht, wie Sie die nennen werden. Das
das wird irgendwann auf den Weg kommen. Da muss man mal gucken, wie das wird. Ja gut, also dann wäre es wohl noch schöner. Wofür arbeiten die dann, wenn das schlechter wurde? Ja? Nein, das glaube ich schon, dass sie das...